Also ich freue mich, dass ich heute zu Ihnen sprechen kann, wobei ich gestehen muss, dass ich tatsächlich ziemlich aufgeregt war, als ich mich diesem Termin genähert habe, weil ich mit einer ganzen Menge von Fragen konfrontiert worden bin. Frau Biller, Sie haben mir ja netterweise eine ganze Reihe von Fragen aus PatientInnen-Sicht geschickt und gleichzeitig gemerkt habe, was wissen wir denn eigentlich in der Literatur? Sie haben es gerade schon angekündigt, das ist leider sehr dünn. Also die Fragen, die mir sozusagen schon zu Anfang aufgetragen worden sind, sind Stellung zu nehmen zur psychischen Belastung durch Arrhythmien, zu ICD-Problemen wie Schocks, Electrical Storm, Veränderung der Körperwahrnehmung und die entsprechenden psychischen Folgen, zum Thema Angst vor Tod, vor Verschlimmerung, vor dramatischen Ereignissen und Schocks, dann der Teufelskreis aus psychischer Reaktion und verstärkten Arrhythmien. Das Thema Depression, Herzinsuffizienz, die bei gerade jungen Menschen schon dann oft eine erheblich verminderte Teilnahme zur Folge hat. Die psychischen Probleme, die durch medizinisch notwendigen Verzicht auf Sport bei oft sehr sportlichen jungen Menschen zustande kommen. Dann häufig eine nachfolgende Gewichtszunahme. Und dann eben ganz allgemein das Problem der genetischen Herzerkrankung, Schuldgefühle, die in dem Kontext eine Rolle spielen können. Betroffene in der Familie und schließlich posttraumatische Belastungsstörungen durch überlebten plötzlichen Herztod und/oder Todesfälle in den Familien mit Verlust des Ehepartners oder Kindes. Das ist ein ganz schön dickes Brett zu bohren und ich werde Ihnen wahrscheinlich nicht alle diese Fragen beantworten können. Insbesondere werde ich Ihnen nicht alle Fragen beantworten können auf der Basis der vorliegenden Forschungsergebnisse. Denn was wissen wir denn aus der Forschung bisher? Wir wissen eine Menge darüber, welche typischen Belastungen durch unterschiedliche Formen von Arrhythmien, aber auch durch ihre Behandlung, sei es mit antiarrhythmischen Medikamenten, Ablationsbehandlungen, ICD-Implantationen etc. entstehen. Wir wissen auch relativ viel über die typischen Belastungen durch eine Herzinsuffizienz und ihre medikamentösen oder Device-Behandlungen. Es gibt viel Literatur, die sich grundlegend mit psychosomatischen Teufelskreisen auseinandersetzt. Und in dem Kontext spielen häufig Angst, Depression oder auch posttraumatische Belastungsstörungen eine Rolle. Wir haben uns in letzter Zeit auch mehr mit den Effekten angeborener Herzfehler auf Psyche und Lebensqualität von Betroffenen und Eltern beschäftigt. Aber letztlich muss man sagen, zu ARVC ganz speziell. Insbesondere auch zu diesem erblichen Aspekt gibt es ganz wenig Literatur. Nun habe ich gedacht, ich suche nochmal und ich habe also an verschiedenen Stellen gesucht. Zunächst habe ich mir mal einige renommierte Fachbücher angeschaut. Und hier sehen wir als erstes ein sehr dickes Lehrbuch der Psychosomatik, auch relativ neu, erst aus dem Jahr 2020. Neurobiologisch fundiert und evidenzbasiert. 860 Seiten hat dieser Schinken, aber ARVC wird mit keinem Wort erwähnt. Naja, Psychosomatik ist auch so ein breites Fach. Wie sieht es denn spezifisch aus mit Psychokardiologie? Und da bin ich selbst erschrocken, als ich unser eigenes Psychokardiologiebuch mir angeschaut habe, nochmal reingeschaut habe, haben wir eigentlich was zu ARVC geschrieben, auch erst ein paar Jahre alt, 320 Seiten, da steht eine Menge drin, aber auch wir haben tatsächlich die ARVC mit keinem Wort explizit erwähnt. Nun haben wir ja großes Glück, es ist gerade vor wenigen Wochen ein riesiges amerikanisches Handbuch der kardiovaskulären Verhaltensmedizin erschienen, zwei Bände, die zusammen über 1500 Seiten haben. Da habe ich gesagt, da werden wir doch bestimmt fündig und jawohl, wir werden fündig. Aber die einzige Erwähnung von ARVC beschäftigt sich damit, was das überhaupt ist, dass es häufig zu Herzinsuffizienz und zu lebensbedrohlichen Arrhythmien führt und dass es häufiger bei jungen Menschen auftritt als andere Formen von Herzerkrankungen. Damit erschöpfen sich aber auch schon die Informationen aus diesem 1562 Seitenwerk. Nun bin ich ein bisschen weiter auf die Suche gegangen und nun gibt es von Frau Ingels aus Australien einige sehr schöne Arbeiten, die sich immerhin
mit den Problemen beim Leben mit erblich bedingten bedrohlichen Herzrhythmusstörungen im Allgemeinen beschäftigen. Also Themen, die möglicherweise oder eben zu großen Teilen auch im Kontext ARVC eine Rolle spielen. Und sie spricht nun aus der Perspektive einer Genetikberaterin, wo sie die Problembereiche bei ihren Klientinnen, Klienten bzw. Patientinnen, Patienten sieht. Und sie führt da Verschiedenes auf, zum Beispiel, dass es darum geht, erstmal die Krankheit und ihre Behandlung zu verstehen und dann nach Möglichkeit auch zu akzeptieren. Dass Behandlungsentscheidungen informiert getroffen werden sollen, um dann hinterher den Betroffenen auch die Möglichkeit zu geben, an dieser Behandlung auch dann aktiv mitzuwirken, wenn sie es vielleicht nicht so recht einsehen, weil sie gar keine Beschwerden haben oder weil sie auch unter den Nebenwirkungen der Behandlung, sei es Medikamentennebenwirkungen oder Defischocks, auch immer wieder leiden. Sie sagt, man muss Menschen dabei unterstützen, mit unsicheren genetischen Testergebnissen und Verlaufsprognosen leben zu lernen, im Angesichts der Gefahr das richtige Maß an körperlicher Aktivität zu finden. Und sie beschreibt sehr schön, wie Menschen einerseits von der Krankheit nichts wissen wollen und es dann doch eben wieder übertreiben, andererseits vor Angst dann sich gar nicht mehr bewegen und dadurch in natürlich eine Abwärtsspirale gelangen. Aus ihrer Sicht ist es wichtig, eigene Ängste und solche um Partner, Partnerin oder Angehörige zu bewältigen, die Verluste eigener Leistungsfähigkeit und natürlich eventuell auch Verluste möglicherweise sehr junger, naher Angehöriger zu betrauern. Und in dem Kontext natürlich auch auszuhalten, wenn im Rahmen der genetischen Diagnostik genau nach Erkrankungen in der Familie gefragt wird und dadurch möglicherweise die Trauer oder auch Schuldgefühle wieder hervorgerufen werden. Es geht darum, als Elternteil das richtige Maß von Schutz und Fürsorge für die Kinder zu finden. Und für Kinder geht es darum, mit einem kranken oder potenziell gefährdeten Elternteil aufzuwachsen. Also jede Menge Herausforderungen. Und sie kommt letztlich zu dem Fazit, dass einerseits eine sensible Genetikberatung, andererseits aber auch, wo erforderlich, eine Zusammenarbeit mit Psychologen hilfreich sein kann. Nun, was aus meiner Sicht noch weitere relevante Krankheitsmerkmale sind, die wahrscheinlich für die psychokardiologische Betrachtung wichtig sind, ist zunächst mal auch die Unklarheit, ob, wann und wie die Krankheit sich bei Menschen mit entsprechender Genetik überhaupt manifestiert. Dann gibt es natürlich das Problem mit der Früherkennung, die fehlerbehaftet ist und die Erstmanifestation, wenn man sie abwarten will, kann unmittelbar gefährlich sein. Stress kann als Auslöser wirken, aber das ist sehr variabel von Mensch zu Mensch. Die Vererbungswege sind auch uneinheitlich und häufig hat man dann eben schon eine Familie gegründet, wenn die Krankheit manifest wird, sodass dann auch schon wieder die Frage der Vererbung auf eigene Kinder eine Rolle spielt und schließlich der Verlauf, der ja auch wieder von Mensch zu Mensch sehr variabel sein kann. Zur spezifischen ICD-Behandlung bei ARVC-Betroffenen, aber auch bei den genetisch nicht betroffenen Geschwistern und Partnerinnen und Partnern gibt es eine qualitative Studie aus dem Jahr 2017, die so die verschiedenen Themen, die in Interviews mit den Betroffenen herauskamen, zusammengefasst hat. Und so ein Satz, den Sie da drüber stellen, ist: Es gibt Tage, an denen ich mir wünsche, eher der Defi wäre nicht da. Und es gibt Tage, an denen ich realisiere, dass ich Glück habe. Und so ambivalent sind dann eben auch die Gefühle, die in diesen qualitativen Interviews berichtet wurden. Auf der einen Seite berichteten manche Betroffene von Akzeptanz und Dankbarkeit, so einen kleinen Lebensretter bei sich zu haben. Bei anderen war die Akzeptanz aber eher zähneknirschend. Es muss wohl sein, ich komme nicht drum herum, aber ich hasse dieses Ding. Negative Emotionen wie Furcht, Angst und Depression fanden sich in allen drei Gruppen, also auch bei den genetisch nicht betroffenen Geschwistern und bei den PartnerInnen, die natürlich immer auch mit Angst um die betroffene Person zu leben hatten. Schuldgefühle und Belastung der familiären Beziehungen spielten eine Rolle, Belastungen auch von Freundschaften, Partnerschaften
und schließlich verschiedene Beeinträchtigungen des Alltagslebens. Ja, das ist im Wesentlichen das, was ich an Literatur schon gefunden habe. Es gibt natürlich noch ein paar Dinge zur Lebensqualität, wo man dann schon sieht, klar, dass Menschen mit diesen Einschränkungen auch eine andere Lebensqualität im Durchschnitt haben als Gesunde. Aber das fand ich jetzt nicht furchtbar weiterführend. Angst ist etwas, worüber wir natürlich jetzt etwas weiter sprechen müssen. Auf der einen Seite ist ja Angst ein Gefühl, was wir Menschen zum Überleben brauchen. Ja, wenn wir nicht nach rechts und links gucken und über eine mehrspurige Straße laufen, dann werden wir überfahren. Und auch im Umgang mit körperlicher Erkrankung kann Angst durchaus von Nutzen sein. Wir haben eine Reihe von Untersuchungen gemacht an PatientInnen mit Corona-Erkrankungen beispielsweise, wo man zeigen kann, dass ein moderates Maß von Angst sogar mit besserem Überleben einhergeht, weil Menschen besser auf ihre Körpersignale achten, weil sie rechtzeitig zum Arzt gehen und sich auch besser motivieren können, sich gesund zu verhalten, also mit dem Rauchen aufzuhören etc. Also bei manchen Gruppen von Herzpatientinnen ist zumindest dieses Maß von Ängstlichkeit gar nicht schlecht. Aber das Risiko ist eben, wenn Angst katastrophisierend erlebt wird, es droht gleich eine ganz große Katastrophe, wie er das in der Situation ja gerade geschildert hat. Wir konnten dann herausarbeiten, dass es sich bei diesem besonders schlimmen Herzanfall offenbar nicht um eine primäre VT gehandelt hat, sondern um eine Panikattacke, in deren Folge es dann über ein tachyarrhythmisches Vorhofflimmern sekundär auch zu Defischocks gekommen ist. Aber er selber konnte es eben überhaupt nicht unterscheiden und hat sich dann eben, bis dass er fast nicht mehr aus dem Bett aufgestanden ist, geschont vermieden, was dann natürlich wieder den körperlichen Zustand weiter verschlechtert. Dann gibt es Menschen, die wegen der Angst immer wieder zum Doktor laufen, auch wenn organisch nichts los ist und dann möglicherweise von Ärzten irgendwann nicht mehr ernst genommen werden, wenn tatsächlich mal was Ernsthaftes ist. Solche Fälle werden immer mal wieder berichtet, dass dann Kardiologen sagen, der war jetzt 10-mal mit einer Panikattacke da, wenn er beim 11. Mal kommt, wird es schon auch eine Panikattacke sein und dann wird der Infarkt oder die Rhythmusstörung eben nicht schnell genug erkannt. Natürlich ist auch ein Risiko, wenn Menschen gegen die Angst versuchen, mit Suchtmitteln Ruhe zu finden. Und gerade im Kontext der Herzrhythmusstörung spielt natürlich die vegetative Stressreaktion, die mit der Angst einhergeht, eine wichtige Rolle. So, jetzt hat jemand von Ihnen mir im Vorfeld die Frage gestellt, gibt es einen Zusammenhang zwischen psychischen Faktoren im Positiven wie auch im Negativen und kardiologischen Symptomen, Rhythmusstörungen etc.? Diese Frage kann man auf die kurze Version ganz einfach mit Ja beantworten, und zwar den Zusammenhang in beide Richtungen, dass einerseits kardiologische Symptome natürlich sich psychisch auswirken können, wie wir es gerade beim Patienten gehört haben in Form von Ängsten. Aber wir wissen auch aus vielen Untersuchungen, dass auch Herzprobleme durch psychische Faktoren ausgelöst werden können. Ein Krankheitsbild, was vor 18 Jahren mittlerweile populär geworden ist, das sogenannte Broken Heart Syndrom oder Takotsubo Syndrom, ist ja ein Krankheitsbild, das explizit auf Stressbelastungen zurückgeführt wurde, die in einem Großteil der Fälle vorliegen. Und diese Stressbelastungen sind bei dem Broken Heart Syndrom meistens negative Erlebnisse, aber es gibt durchaus auch einige Fälle, die in der Literatur beschrieben worden sind, wo scheinbar freudige Ereignisse solche wirklich auch ernsthaften Herzprobleme ausgelöst haben. Sogenanntes Happy Heart Syndrom haben die Autorinnen und Autoren aus der Schweiz das dann genannt. Wie ist das bei Rhythmusstörungen und Defi-Auslösungen? Da gibt es tatsächlich auch eine ganze Reihe von Belegen, dass psychische Faktoren hier eine Rolle in der Auslösung spielen können. Beispielsweise hier eine ältere Studie aus Amerika. Die haben Menschen mit implantierten ICDs nachuntersucht in den Wochen nach dem 11. September 2001, also den Anschlägen auf das World Trade Center, und haben feststellen können, dass die Zahl der Defi-Auslösungen vor dem 11. September sehr viel niedriger lag als in den Wochen nach dem 11. September. Und man sieht hier sehr schön, wie gerade nach dem 11. September da so mehrere Peaks hochkommen mit besonders häufigen Auslösern. Das waren Menschen, die zum Teil gar nicht in der Nähe der Twin Towers gelebt haben.
sondern die dann abends in den Nachrichten das gesehen haben. Und zu diesen Hauptabendnachrichtenzeiten gab es dann auch besonders viele solche Ereignisse, die das Gerät gespeichert hatte. Nun geht es also darum, wenn wir mit Angst oder Stress konfrontiert sind, der möglicherweise sich auch auf das Herz auswirken kann, da ein gutes Maß zu finden. Und ich finde hier diese Aussage von meinem Kollegen Michael Linden aus Berlin sehr richtig, wenn er sagt, Herzerkrankungen stellen eine andauernde Bedrohung dar, die zwingend zu Verunsicherung und Angst führen muss. Nun, das heißt nicht, dass jeder Mensch ständig Angst haben muss, sondern es geht darum, dass das richtige Maß Angst zu finden ist. Also diese reale Angst, die durch die Herzkrankheit oder vielleicht auch durch andere Dinge im Leben begründet ist, die ist wichtig und überlebensnotwendig. Problematisch wird es auf der einen Seite, wenn diese Angst zu stark wird und die Lebensqualität einschränkt, zu viel Vermeidungsverhalten führt etc. Das kann entweder eine schon durch unsere Lebensgeschichte angelegte neurotische Angst aus unserer Persönlichkeit heraus sein, aber es kann auch das sein, was Herr Linden als pathologische Realangst, finde ich, sehr schön beschrieben hat. Also eine Angst, die zwar im Prinzip eine echte, auch realistische Grundlage hat, die dann aber so übertrieben erlebt wird, dass sie eben nicht mehr verhältnismäßig ist. Wichtig ist aber auch, und das wissen wir insbesondere aus den Studien zu Menschen mit koronarer Herzkrankheit, dass auch zu viel Leugnung der Angst oder Unterdrückung der Angst hier links dargestellt, ähnliche Probleme machen kann oder andere, aber ähnlich gravierende, indem eben zum Beispiel eigene Grenzen nicht wahrgenommen werden, indem eigenes Risikoverhalten fortgesetzt wird und so weiter. Nun sind wir immer noch bei der Frage, wie ist das mit psychischen Faktoren? Können die sich auch spezifisch auf Herzrhythmusstörungen auswirken? Da müssen wir natürlich sehen, es gibt ja Mechanismen, über die das passiert. Und ein Mechanismus ist, dass unter Stress, Angst oder auch Depression die Herzschlagfeinsteuerung gemessen mit der Herzfrequenzvariabilität eingeschränkt ist. Und hier hat eine Arbeitsgruppe untersucht bei Menschen mit einem ICD, wie hoch ist diese Herzratenvariabilität. Ich weiß nicht, können Sie meinen Mauszeiger sehen? Gut, wunderbar. Ne? Hier RMSSD ist also ein Maß für die Herzratenvariabilität. Je höher, je besser, also in gewissen Grenzen. Wenn es ganz zu hoch wird, ist es vielleicht Vorhofflimmern, aber solange ein Sinusrhythmus vorliegt, ist eine höhere Herzratenvariabilität besser. Und man sieht, am besten ist die, wenn Menschen weder Angst noch Depressionssymptome haben. Wenn eins von beiden, also nur Angst oder nur depressive Symptome vorliegen, ist es schon deutlich niedriger. Aber am niedrigsten ist es, wenn beides vorliegt. Eine ganz kleine Studie, aber die zeigt, dass wahrscheinlich eben über die Steuerung durch das vegetative Nervensystem die psychische Belastung, die Anfälligkeit für Rhythmusstörungen erhöht. Und nun kann man das auch längerfristig untersuchen und auch das ist passiert worden in einer Studie, wo Menschen mit ICD über 1,5 Jahre nachbeobachtet wurden und geschaut wurde, wer bekommt denn einen Schock, und zwar unterteilt nach Menschen, die nicht depressiv waren, hier die durchgezogene Linie, und Menschen, die am Anfang depressiv waren, die gestrichelte Linie. Und man sieht schon so, dass über die 1,5 Jahre bei den Depressiven fast doppelt so viele Schockereignisse aufgetreten sind, oder bei doppelt so vielen Menschen, muss man sagen, Schockereignisse aufgetreten sind wie bei den Nicht-Depressiven. Und damit sind wir auch schon bei dem initial schon in den Fragen von Frau Biller angesprochenen oder bei einem dieser Teufelskreise. Ja, wenn wir diesen Teufelskreis uns anschauen, fangen wir jetzt mal an. Jemand bekommt eine Tachyarrhythmie, also eine Ventrikeltachykardie, oder im Prinzip geht das auch bei anderen Rhythmusstörungen ganz ähnlich. Dann führt das natürlich dazu, dass es erst beim subjektiven Erleben was mit jemandem macht, dass derjenige es bewertet als bedrohlich, dass vielleicht der Defin-Schock abgibt, der dann auch wieder als bedrohlich erlebt wird, was zunächst Stress macht. Und wiederholter Stress kann dann natürlich zu Angst, zu Depressivität führen. Wie gerade gezeigt, kann Stress, Angst, Depressivität zu einer Imbalance des vegetativen Nervensystems, zu einer reduzierten Herzfrequenzvariabilität und einer höheren Herzfrequenz führen, was dann
wieder die Schwelle für das Auftreten von Rhythmusstörungen senkt, sodass wieder mehr Rhythmusstörungen auftreten, die führen zu mehr Angst und so weiter. Das ist so einer dieser Teufelskreise, in denen wir uns das in der Psychokardiologie so vom Konzept her vorstellen. Nun, das eine ist, dass Stress, Angst, Depressivität sich auf Rhythmusstörungen direkt auswirken, aber sie haben auch ganz pauschalen Effekt auf die Lebensqualität. Und wir haben schon in den 1990er Jahren beginnend eine deutsch-österreichische Studie zum Leben mit einem Defibrillator durchgeführt und haben eben geschaut, wie ist die Lebensqualität ein Jahr nach der Defi-Implantation, nachdem wir die Menschen aber auch alle vor der Implantation schon zu ihrem Befinden befragt hatten. Und nun konnte man eben unterscheiden, ob die Menschen Angst- oder Depressionssymptome hatten, hier mal zusammengefasst als Distress, und ob sie in dem ersten Jahr weniger als drei Schocks oder drei und mehr Schocks von ihrem Defi bekommen haben. Und da sehen wir, dass die Mehrzahl dieser Patientinnen und Patienten tatsächlich eine recht gute Lebensqualität hat. Diese Werte hier von 2,6, 2,5 liegen durchaus in einem Bereich, der nicht viel schlechter ist als in der gesunden Allgemeinbevölkerung. Das Interessante ist eben, dass auch Menschen, die mehr als drei Schocks bekommen haben, wenn sie am Anfang nicht ängstlich oder depressiv waren, immer noch eine gute Lebensqualität hatten. Genauso wie Menschen, die anfangs belastet waren, aber dann wenig Schocks bekommen haben, denen der Defi also vielleicht ein Stück Sicherheit vermittelt hat, die konnten dann ebenfalls eine gute Lebensqualität wahrnehmen. Belastet waren nach einem Jahr hinsichtlich der Lebensqualität aber sehr deutlich die, die schon am Anfang psychisch in Not waren und die dann durch die Schocks noch zusätzlich verunsichert worden sind. Wir haben in einer noch früheren Studie die Menschen befragt, wer fühlt sich denn psychisch belastet? Und das war etwa ein Sechstel bis ein Fünftel der Defi-Patientinnen, die wir damals befragt haben. Und etwa ähnlich viele haben sich auch gewünscht, dass wir ihnen eine psychokardiologische Betreuung anbieten. Noch viel mehr haben sich allerdings gewünscht, nämlich 35%, mehr als jeder Dritte, an einer Selbsthilfegruppe teilzunehmen. Und ich denke, das ist etwas, was Sie ja auch sehr gut nachvollziehen können. Und ich glaube eben, dass das Zusammengehen von kardiologischer Behandlung und psychotherapeutischer Behandlung bei vielen Menschen mit ICDs, die darunter leiden, weil sie viel Arrhythmien oder Schocks bekommen, wirklich sehr hilfreich ist. Dazu gibt es immerhin auch ein bisschen Literatur, also eine Reihe von Studien, die haben verschiedene Arten von psychologischen Interventionen für ICD-Patientinnen und Patienten untersucht, also sowas wie strukturierte Telefonbegleitung, angeleitete Selbsthilfeprogramme, kognitive Verhaltenstherapie und andere Formen von Psychotherapie oder Psychoedukation im persönlichen Kontakt, aber auch internetbasierte psychosoziale Interventionen, Klammer auf, bisher mit wenig gutem Erfolg, oder auch stationäre Traumatherapie für Patientinnen und Patienten, die ICD-Schocks erlitten haben. Und zwei dieser Studien will ich Ihnen kurz zeigen. Eine zum Thema kognitive Verhaltenstherapie, die natürlich in vielen Krankheitsbildern die am besten untersuchte psychotherapeutische Behandlung ist, hier bei Menschen mit implantierten Defis, die dann unabhängig davon, ob sie einen Schock bekommen hatten, diese kognitive Verhaltenstherapie bekamen, das ist in die grünen Säulen, oder die eben in einer Kontrollgruppe nur die übliche medizinische Behandlung erhalten haben. Und hier sieht man hinsichtlich der Angst, dass die Menschen, die keinen Schock hatten, letztlich eine recht ordentliche Lebensqualität, also hatten oder sagen wir mal so, wenig Angst hatten und dadurch eine recht gute Lebensqualität, egal ob sie in der Psychotherapiegruppe oder der Kontrollgruppe waren. Man sieht aber, dass wenn dann mindestens ein Schock aufgetreten war, die Angst in der Kontrollgruppe deutlich hochgegangen ist, während die Psychotherapie verhindern konnte, dass es zu einem Angstanstieg gekommen ist. Und auch die allgemeine Belastung durch die Herzerkrankung und die Defibehandlung, die abgefragt wurde, war eben insbesondere dann hoch, wenn es Schocks gab, aber keine kognitive Verhaltenstherapie. Auch hier hat die kognitive Verhaltenstherapie offenbar bewirkt, dass auch das Auftreten zumindest einzelner Schocks sich nicht nachteilig auf das Befinden ausgewirkt hat. Nun, die Frage ist, was ist, wenn Menschen, die
diesen Schock nicht nur als ängstigend, sondern auch als traumatisch erleben. Und dafür gibt es ja in der Kerckhoff-Klinik in Bad Nauheim ein eigenes Reha-Konzept, wo Menschen mit Defischocks und dadurch ausgelösten Ängsten oder auch posttraumatischen Symptomen eine etwa dreiwöchige Behandlung bekommen können. Und auch wenn es jetzt keine kontrollierte Studie ist und es keine Vergleichsgruppe gibt, kann man doch sehen, dass sowohl die posttraumatische Symptomatik als auch die Depressivität und die Angst sich deutlich bessern. Es waren 20 Patientinnen und Patienten und zu Anfang lagen eben 15 von den 20 hinsichtlich Angst im auffälligen Bereich, 12 von 20 bei hinsichtlich Depression und 13 hinsichtlich posttraumatischer Symptome. Und man sieht, wie sich das schon bis zur Entlassung deutlich bessert. Und was ganz schön ist, wie eben auch bei unserem Patienten, das setzt sich dann, wenn die sich wieder mehr trauen, fort, dass dann auch nach 6 und 12 Monaten die Angst, die Depressivität und auch die Traumafolgesymptomatik deutlich gebessert waren. Jetzt haben wir ganz viel über Defi gesprochen, aber natürlich sollte man, und das war bei unseren Patienten dann im späteren Verlauf auch ein Problem, sollte man natürlich auch über das Thema Herzinsuffizienz sprechen. Auch zur Herzinsuffizienz ist in der Psychokardiologie vieles bekannt. Und eines, was sehr intensiv untersucht worden ist, ist das Zusammenspiel von Herzinsuffizienz und Depression. Und nun ist es ja erstmal sehr gut nachvollziehbar, dass Menschen depressiv werden, wenn sie den Schrecken erleben müssen, so eine Diagnose zu bekommen, die dann auch weitgehende Einschränkungen der Leistungsfähigkeit mit sich bringt, was sich sowohl im Alltag, aber auch hinsichtlich des Bildes, was wir von uns selbst haben, auswirkt. Man wird auf einmal mit Symptomen und Lebensbedrohungen konfrontiert. Die Behandlung ist oft belastend und es gibt neurobiologische Prozesse, die dann auch wieder zu solchen Teufelskreisen führen, auf die wir gleich dann nochmal zu sprechen kommen. Nun, die Häufigkeit einer Depression bei Herzinsuffizienz hängt so in großen Teilen davon ab, wie schwer die Symptomatik ist. Wobei auch das wieder eine Wechselbeziehung ist. Wer von der Herzinsuffizienz praktisch nichts merkt und in der New York Heart Klasse 1 ist, hat in 11% der Fälle zumindest eine leichte depressive Symptomatik. Das ist nicht viel mehr als in der Allgemeinbevölkerung. Aber je schwerer dann die Herzinsuffizienz wird, desto mehr Menschen geben dann auch depressive Symptome an. Umgekehrt ist es aber natürlich auch so, wer depressiv ist, erlebt seine Krankheit als insgesamt drückender, gravierender und gibt auch vielleicht mehr Beeinträchtigungen an, sodass, wenn jemand in der New York Heart Klasse 3 oder 4 ist, man nicht genau weiß, ist er in dieser hohen Klasse, weil er einfach mehr unter seinen Symptomen leidet und entsprechend mehr klagt, oder ist er depressiv, weil er einfach vom Herzen her nichts mehr kann. Das kann man gar nicht so eindeutig auseinanderhalten. Und dann sind wir hier wieder so einem Teufelskreis. Auch dazu gibt es jetzt viel Literatur. Wenn wir anfangen bei der Pumpfunktionsstörung des Herzens, wissen wir, dass die einerseits natürlich die Sauerstoffversorgung reduziert, auf der anderen Seite aber Entzündungsvorgänge im Körper freisetzt, von denen man aus vielen Jahren psychoneuroendokrinologischer Forschung weiß, dass die zu solchen Gefühlen wie Abgeschlagenheit, vitale Erschöpfung, Sickness Behavior, also Krankheitsverhalten, Rückzug, Freudlosigkeit und reduzierte Lebensqualität führen kann. Das ist zwar keine Depression, aber wenn das dann vom Menschen so bewertet wird, ich bin nichts mehr wert, ich kann nichts mehr, ich bin schuld, dass die anderen jetzt für mich arbeiten müssen, da haben wir dann auch wieder das Thema Schuldgefühle, dann können solche Interpretationen durchaus in die Depression münden. Ob sie das tun oder nicht, hat viel mit der Persönlichkeit zu tun, viel damit, wie die Krankheit bewältigt wird. Und das Fatale ist nun, dass die Depression als innerer Stressor auch wieder Entzündungsvorgänge begünstigt, die dann sich wieder ungünstig aufs Herz auswirken. Und dann sind wir wieder in so einem Teufelskreis drin. Nun, dass die Depression bei herzinsuffizienten Patienten für den Krankheitsverlauf wichtig ist, ist analog wie bei den Defi-Patienten die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, dass sie sich auch erheblich auf die Lebensqualität auswirkt, und zwar ungünstig. Wir haben hier in einer früheren Studie Menschen angeschaut, die entweder schon eine Herzinsuffizienz hatten oder nur Risikofaktoren. Und wir haben dann geschaut, wer hat nur Risikofaktoren, wer hat die Herzinsuffizienz, und zugleich haben wir geschaut, wer ist depressiv und wer ist nicht depressiv. Und hier die graue Linie oben,
die zwar auch nicht bei perfekten 100% liegt, aber da läge es bei jedem Gesunden auch nicht. Die haben noch eine relativ ordentliche Lebensqualität. Wenn dann nur die Herzinsuffizienz dazukommt, dann geht die Lebensqualität insbesondere im körperlichen Bereich deutlich runter. Aber auch in der allgemeinen Gesundheit, Vitalität und im psychosozialen Bereich, soziale Funktion, seelische Gesundheit, ist sie reduziert. Bei der Depression kann man sich gut vorstellen, ist die Lebensqualität vor allem natürlich im psychosozialen Bereich hier rechts reduziert. Das heißt also, emotionale Rollenfunktion, seelische Gesundheit, soziale Funktion sehr stark eingeschränkt, aber auch die körperliche Lebensqualität hier links ist deutlich reduziert, wenn auch nicht ganz so stark wie durch die Herzinsuffizienz alleine. Aber besonders fatal wird es nun, wenn beides zusammenkommt, das ist hier diese violette Kurve. Wer also depressiv ist und herzinsuffizient, der hat also in der körperlichen Funktion, insbesondere in der körperlichen Rollenfunktion, das heißt, wie kann ich mein soziales Leben führen, aufgrund meiner körperlichen Verfassung massive Einschränkungen, aber auch die Vitalität ist massiv beeinträchtigt. Das heißt, Herzinsuffizienz und Depression sind eben zwei Faktoren, die nebeneinander und zusammen massive Beeinträchtigungen der Lebensqualität bewirken. Und deswegen ist es auch so wichtig, die Depression auch bei Menschen mit Herzinsuffizienz zu behandeln. Da gibt es nun durchaus einiges an Studien, aber leider wieder nicht mit sehr dollen Ergebnissen. Und hier ist so eine Metastudie, die versucht hat, die verschiedenen Studien mal dahingehend zusammenzufassen, was ist denn hilfreich bei Herzinsuffizienz gegen die Depression. Und was interessanterweise den stärksten Effekt hier hat, ist nicht die Psychotherapie. Die ist zwar hilfreich, auch signifikant, aber der Effekt ist nicht sehr groß. Noch effektiver war tatsächlich körperliches Training, während antidepressive Medikamente hier keinen eindeutigen Nutzen gebracht haben. Und es gibt eben gerade bei der Herzinsuffizienz einige Studien, die befürchten lassen, dass dadurch sogar der Krankheitsverlauf der Herzerkrankung nachteilig beeinflusst wird, sodass wir heute bei der Gabe von Antidepressiva an herzinsuffiziente depressive Menschen sehr zurückhaltend sind. Und so sieht das auch die aktuelle Leitlinie, die nationale Versorgungsleitlinie chronische Herzinsuffizienz, sagt einmal, es soll überhaupt hinsichtlich psychosozialer Belastungen und psychischer oder psychosomatischer Begleiterkrankungen gefragt werden. Da kann man auch Fragebögen für einsetzen und dann sollen sich weitere diagnostische und gegebenenfalls therapeutische Maßnahmen anschließen. Und bei diesen Maßnahmen, sagen Sie, soll man zunächst Angebote im Rahmen der psychosomatischen Grundversorgung, wie sie ja von Hausärzten, Hausärztinnen und auch von manchen Kardiologinnen, Kardiologen angeboten wird, bekommen. Zusätzlich kann körperliches Training hilfreich sein. Da steht aber am Anfang weder Psychotherapie noch Medikamente. Und das hat was damit zu tun, dass in den beiden größten Medikamentenstudien sich tatsächlich die Depressivität auch in den Placebo-Gruppen sehr deutlich gebessert hat. Und dass man das so interpretiert, dass wahrscheinlich die engmaschige Betreuung, wie man sie zum Beispiel auch im Rahmen von telemedizinischen Behandlungen hat, die sich da auch günstig auswirken, dass allein die engmaschige Betreuung schon eine große Hilfe ist. Wenn das nicht ausreicht, dann sollen im zweiten Schritt psychotherapeutische Verfahren empfohlen werden. Es wird hier aber nicht gesagt, welche, weil es da keine vergleichenden Studien gibt, die tatsächlich gute Aussagen erlauben. Und Medikamente nur, wenn nichts anderes hilft und dann auch nur in Absprache mit einer Fachperson. So viel zur Herzinsuffizienz. So, dann hatte ich gesagt, ich habe mal überlegt, ob denn es vielleicht auch Parallelen zwischen dem Leben mit einem angeborenen strukturellen Herzfehler und ARVC gibt. Und wir haben jetzt im Rahmen eines Projekts uns in letzter Zeit öfter mit diesen Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern, EMAs, beschäftigt. Und ich denke, vieles ist anders, aber manches ist vielleicht ein bisschen ähnlich wie bei der ARVC. Also man findet durchaus, dass man bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern im Durchschnitt eine reduzierte Lebensqualität findet, die sich aber hauptsächlich im körperlichen Bereich manifestiert, während sie ansonsten, so was das Psychosoziale angeht, durchaus nicht schlechter ist als bei Gesunden, was schon mal eine gute Nachricht ist. Wenn Lebensqualität reduziert ist, dann häufig, weil eine psychische Störung zusätzlich zur Herzerkrankung vorliegt und tatsächlich
sind in den Studien, die es dazu gibt, psychische Störungen die häufigsten Begleiterkrankungen, insbesondere wieder Ängste oder Angststörungen, unter denen diese jungen Erwachsenen leiden. Und diese psychischen Störungen wirken sich dann nicht nur auf die Lebensqualität, sondern auch auf die Therapietreue aus und nebenbei erhöhen sie auch noch die Gesundheitskosten, weil man dann immer wieder nach körperlichen Problemen sucht, wo aber eigentlich das Problem eher in der Psyche liegt. Und die Probleme, mit denen diese jungen Menschen konfrontiert sind, ist einerseits, dass sie häufig wegen ihres Herzfehlers sehr stark eingeschränkt sind und häufig ins Krankenhaus müssen, was dann in der Kindheit schon dazu führt, dass sie häufig von Eltern und Freunden getrennt sind. Manche Herzfehler gehen dann auch mit kognitiven Defiziten einher. Jedenfalls haben viele Betroffene das Gefühl, anders zu sein als ihre Gleichaltrigen, worunter sie leiden. Und dann kämpfen sie um Normalität, versuchen genauso leistungsfähig zu sein wie ihre Freunde und Freundinnen, was dann aber häufig nicht klappt und dann zu Frustrationen und verstärkten psychischen Belastungen führt. Und etwas anderes, was sehr häufig auch in der Literatur beschrieben wird für diese jungen Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern, dass sie noch im jungen Erwachsenenalter erleben, dass ihre Mütter und nicht ganz so häufig auch ihre Väter sehr überfürsorglich mit ihnen umgehen, was auch sehr gut verständlich ist, weil natürlich diese Mütter und Väter Angst um ihre Kinder haben, aber was den Kindern eben auch ein bisschen den Entfaltungsspielraum reduziert. Und wir beschäftigen uns gerade mit der Altersgruppe so zwischen 18 und 30 und da in diese Altersgruppe fällt das, was in der Literatur als Emerging Adulthood, also so die sich entwickelnde Erwachsenenzeit bezeichnet wird, also eine Lebensphase, die offenbar in westlichen Industriestaaten sich in den letzten 30 Jahren so etabliert hat, dass man nämlich zwischen dem 18. und 25. Lebensjahr schon alle Möglichkeiten hat, aber noch relativ wenig Verpflichtungen für eine Familie da zu sein, seinen eigenen Unterhalt zu verdienen. Und viele Menschen nutzen diese Lebensphase, sich auszuprobieren. Sie können einfach mal versuchen, wie fühlt es sich an, mit diesem oder jenen Lebensentwürfen beruflicher Art, beziehungsmäßig, sexuelle Identität mäßig und so weiter. Und eigentlich ist das etwas, was Menschen die Möglichkeit gibt, dann wirklich das für sie passgenaue irgendwann zu finden. Aber in dieser Übergangsphase gibt es eben viel Instabilität. Und wenn man nun mit so einer Herzerkrankung in diese instabile Lebensphase hereinkommt, dann ist es oft schwierig, dann wirklich so den richtigen Ausweg zu finden ins Erwachsenenalter rein, weil es natürlich bei der Berufswahl Einschränkungen geben kann, weil es bei der Familiengründung Einschränkungen geben kann, einerseits wegen reduzierter Leistungsfähigkeit, andererseits wegen möglicher erblicher Belastungen. Die Betroffenen sind oft bei ihren Freizeitaktivitäten und auch bei ihren Bildungsabschlüssen eingeschränkt, können dann deswegen ihre Entwicklungsziele nicht oder erst später erreichen als die Gleichaltrigen und werden häufig dadurch erst verspätet richtig erwachsen und eigenverantwortlich, was unter anderem auch damit zu tun hat, dass sie wegen der langjährigen Arzt-Patient-Bindung auch als Erwachsene immer noch in der Kinderkardiologie, insbesondere in der Vergangenheit, behandelt wurden. Dann gibt es eben die schon angesprochenen Probleme mit Schwangerschaft und Geburt, gerade bei Frauen mit angeborenen Herzfehlern und das erhöhte Risiko, dass die eigenen Kinder einen Herzfehler haben. Das fordert natürlich viel Anpassungsleistung und deswegen ist es gar nicht zufällig, dass gerade in dieser Altersgruppe auch die meisten psychischen Probleme gefunden werden. Nun, immerhin für die Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern gibt es inzwischen schöne Positionspapiere und Leitlinien, die sagen, was sollte man denn in der Behandlung beachten. Und da gibt es von der European Society of Cardiology eine Leitlinie, die sagt, in jedes Zentrum, das solche Menschen behandelt, sollten auch Psychologen und Sozialarbeiter einbezogen werden und man sollte gezielt nach Ängsten, nach Depressionen und nach Problemen in der Krankheitsbewältigung schauen. Und auch die Amerikaner, die sehen das, haben sich sogar mit einem eigenen Positionspapier den psychosozialen Problemen dieser Menschen gewidmet, sagen auch, wir brauchen eine integrierte Behandlung in der Kinderkardiologie und in den entsprechenden Zentren. Die setzen sich mit der Frage auseinander, wie können wir da psychotherapeutisch Empfehlungen geben, sagen, aber letztlich ist das sehr individuell. Wir können nicht sagen, die eine Psychotherapie ist besser als die andere, es muss zum Menschen passen. Dann sollten Diversitätsaspekte beachtet werden und eventuell kann man auch
Medikamente aus der Gruppe der selektiven Serotonin- oder Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer geben. Aber sagen Sie auch ganz klar, auch bei den Menschen mit den angeborenen Herzfehlern ist die Datenlage noch defizitär. Und damit kommen wir jetzt wieder zur RRVC. Was gibt's denn da? Ich habe also jetzt wirklich noch mal vor ein paar Tagen intensiv gesucht, finde ich irgendetwas in der Literatur? Die Bücher hatte ich Ihnen schon gezeigt, da gab es nichts. Jetzt habe ich noch mal geguckt, gibt es irgendetwas zu ARVC oder ARVD und Psychotherapie? Nix. So psych allgemein, ja, 19, ganze 19 Studien. Wenn Sie jetzt bei koronarer Herzkrankheit suchen, finden Sie wahrscheinlich 19.000, wenn es langt. Keine der 19 Studien hatte irgendeine therapeutische Ausrichtung. Auch die Frage Verhaltenstherapie, 12 Treffer, wo das Verhalten irgendwie thematisiert wurde. Das war dann aber offenbar oft gar nicht das Verhalten von Menschen, sondern das Verhalten von physiologischen Systemen oder sowas. Keine Therapiestudie. Zu Antidepressiva gibt es einen Einzelfallbericht, in dem das irgendwo im Text mal erwähnt wurde, dass jemand eines bekommen hat. Zur Angst gibt es 3 Treffer, keine Therapiestudie, zur Depression 7 Treffer, keine Therapiestudie und zu posttraumatischer Belastungsstörung gar keine Studie, weder zur Diagnostik noch zur Therapie. Also insofern ist all das, was ich Ihnen heute sagen kann und was ich jetzt gleich noch auf Ihre mir zugeschickten Fragen noch versuche zu antworten, alles leider sehr wenig durch die Datenlage gedeckt. Und damit komme ich dann jetzt zu Ihren Fragen abschließend. Eine Frage war: Woran kann ich erkennen, ob ich eine reale VT oder eine Panikattacke habe? Nun, das ist nicht immer so ganz einfach zu erkennen. Ich habe bei meinem Patienten, den ich Ihnen gezeigt habe, eine ganze Weile miteinander herausarbeiten müssen, was fühlte sich eventuell anders an. Also er hat das immer geschildert, es steigt da was aus dem Bauch auf, so als würde das Herz gleich erdrücken. Und das war anders als das, was er bei seinen echten VTs hatte. Zweites Merkmal habe ich hier in diesem EKG-Streifen einfach mal dargestellt. Was die VT ja macht, ist, dass sie abrupt einsetzt und auf einmal schlägt das Herz sehr viel schneller, von einem Schlag auf den nächsten. Wenn man eine Panikattacke hat, steigt normalerweise die Herzfrequenz gar nicht so hoch an. Menschen überschätzen das häufig, sondern vielleicht nur auf 110, 120 und zwar auch nicht auf einen Schlag, sondern allmählich. Daran kann man es versuchen zu unterscheiden. Aber eine ganz genaue Unterscheidung muss man wirklich mit dem eigenen Körpergefühl und dem Therapeuten erarbeiten. Man kann es meistens unterscheiden, aber nicht jeder auf die gleiche Weise. Darf ich da kurz dazwischen fragen? Gibt es so eine Herzfrequenz, ab der Sie sagen würden, da, also ab der Grenze ist es sicherlich keine Panikattacke mehr? Also Sie hatten jetzt gerade von so 110 bis 120 gesprochen. Also wenn ich 180 hätte, würde ich sagen, das ist keine Panikattacke mehr. Also Danke. hab ich noch nicht erlebt. Also ich meine, Menschen sind ja auch sehr unterschiedlich. Ich bin zum Beispiel jemand, der auch, wenn er sich ein bisschen aufregt, schnell auch mal, wenn ich einen Vortrag halten muss, vielleicht nicht hier jetzt gerade, aber vor einem vollen Hörsaal mit vielen wichtigen Professoren und Professoren, kann ich auch schon mal eine Herzfrequenz von 130 nur durch den Stress kriegen. Aber irgendwo zwischen 160 und 180 würde ich sagen, das ist dann keine Panikattacke mehr. Gut, welche Strategien empfehle ich für den Alltag, wenn es zu Angstsymptomen kommt? Und die verbundene Frage, welche Möglichkeiten gibt es, den Teufelskreis Herzrasen, Angst, noch mehr Herzrasen, noch mehr Angst zu durchbrechen? Da würde ich gerne einfach nochmal ein Modell, was von den Kollegen Markgraf und Schneider entwickelt worden ist, zum Angstkreis Ihnen zeigen und das mal mit Ihnen durchgehen, wie diese beiden verhaltenstherapeutisch ausgerichteten Psychologen so die Entstehung von Angst in zwei Teufelskreisen eigentlich begreifen. Häufig ist ja der Auslöser so einer Angstsituation was gar nichts mit dem Herzen zu tun hat. Sondern das kann sein, dass es ein Streit bei, zum Beispiel Streit mit dem Partner bei jemandem, der schon eine Herzkrankheit ist, hat. So. Natürlich, wie dieser Streit erlebt wird, hat viel mit der Lebensgeschichte, viel mit der Krankheitsgeschichte zu tun. Zunächst mal führt der Streit dann zu einem Gefühl, das wir vielleicht als Ärger bezeichnen können. Ärger ist ein sehr mächtiges Gefühl, was dann dazu führt, dass das vegetative Nervensystem aktiviert wird. Dadurch schlägt das Herz schneller oder vor allen Dingen auch stärker. Bei Ärger geht häufig der Blutdruck deutlich hoch. Wenn ich das dann fühle oder höre,
gerade wenn ich herzkrank bin, höre ich vielleicht auch mehr hinein. Dann kann das leicht so eine Interpretation auslösen. Ich werde jetzt eine VT bekommen, gleich stehe ich der ICD wieder zu. Und das führt dann natürlich in erster Linie nicht mehr zu Ärger, manchmal auch das, aber vor allen Dingen auch zu Angst. Nun, die Angst kann dann wieder das vegetative Nervensystem weiter aktivieren, das heißt, schlecht wieder schneller und so weiter. Also da sind wir in dem klassischen kurzen Zyklus der Panikattacke drin. Aber was passiert dann auch? Wenn ich Angst habe, verhalte ich mich auf eine Weise. Zum Beispiel fahre ich ins Krankenhaus, lass mir bestätigen, es ist nichts Gefährliches. Dann lässt die Angst auch erstmal wieder nach, was dann zur Folge hat, dass ich lerne, dass häufiger Arzt oder dass ein Arztbesuch mir Sicherheit vermittelt und immer wieder zum Arzt gehe, dass ich aber andererseits auch alle möglichen Situationen, die vielleicht einen schnellen Herzschlag auslösen können, vermeide, was dann auch zu kurzfristiger Abnahme der Angst, aber auch zu weniger Fitness führt. Und wenn ich mich zusätzlich noch sozial zurückziehe, dann gehen mir eben viele Dinge im Leben verloren. Ich fokussiere mich immer mehr auf den Herzschlag. Ich stecke in so einer Erwartungsangst fest, ich werde bestimmt wieder Herzbeschwerden bekommen. Und das kann dann eben zu allen möglichen Situationen führen, in denen eine körperliche Anspannung, aus welchem Grund auch immer, dann wieder so einen Kreislauf in Gang setzt. Wenn wir dieses Modell haben, kann man sich ganz schön überlegen, wo kann man denn eigentlich ansetzen, um da rauszukommen. Man kann einmal an dem kurzfristigen Kreislauf ansetzen, man kann andererseits an diesem langfristigen Kreislauf ansetzen. Und wenn man jetzt also die Behandlungs- und Selbsthilfeoptionen mal durchgeht, ist natürlich erstmal schön, wenn man Stressoren im Leben abbauen kann. Und dafür ist es manchmal gut, wenn man alte Verletzungen überwindet, alte Baustellen, die man noch nicht bearbeitet hat, mit sich oder auch mit seinem Partner, seiner Partnerin, seinen Angehörigen, dass man die versucht zu klären. Das ist immer das Beste, wenn das geht. Aber es geht natürlich nicht immer. Und dann ist das Nächste, wenn so eine Stresssituation kommt, erstmal zu schauen, kann ich anders denken. Es ist vielleicht jetzt nicht alles, was mich stresst, auch gleich gefährlich. Es ist ja eigentlich auch normal, dass das Herz schneller schlägt, wenn man eben unter einem Stress ist. Das weiß jeder im Alltag und normalerweise interpretiert man es auch so. Aber das muss man erst wieder neu lernen, dass es eben nicht zwangsläufig ein Vorbote eines erneuten schlimmen Rhythmusereignisses ist. Dabei kann es hilfreich sein, wenn man dann gelernt hat, sich auch in der Stresssituation zu entspannen. Nun ist es natürlich wenig sinnvoll, wenn man das zum ersten Mal probiert, wenn man gerade schon halb in der Panikattacke steckt, sondern das ist etwas, was man üben kann und sollte, zu sehen, wie man unter ruhigen Bedingungen gut in die Entspannung findet und dann allmählich das auch auf solche Situationen anwenden, in denen man nicht mehr ruhig ist. In gewissem Umfang ist es aber sicher auch nötig, ein Maß von Angst auszuhalten und die Erfahrung zu machen, wenn ich sie aushalte, geht sie auch wieder weg. Körperliches Training, weiß ich, ist bei ARVC immer so ein etwas ambivalentes Thema, aber trotzdem eine moderate körperliche Betätigung sollte man bitte auf jeden Fall trotz Angst aufrechterhalten und nicht wie unser Patient vorhin sich komplett ins Bett zurückziehen, sondern eben wieder mit leichterer körperlicher Aktivität wieder Zutrauen zum Körper entwickeln. Lernen, wie man sich selbst beruhigen kann. Und dazu kann unter anderem gehören, sich dann Menschen anzuvertrauen, Kontakte zu pflegen, sich Hilfe zu holen. Aber eben nicht immer gleich vom Arzt, sondern von Menschen, die man in seinem Umfeld hat. Und das alles kann zu weniger Angst führen und kann dazu führen, dass man seine Aufmerksamkeit auch wieder mehr auf seine eigentlichen Lebensziele richten kann. So viel vielleicht erstmal zu dem Thema. Wir können da sonst bei Bedarf gleich noch weiter drüber sprechen. Aber sehr viel mehr Allgemeines fällt mir dann auch schwer zu sagen. Manches müsste man dann wahrscheinlich individuell besprechen. Jetzt kommen wir schließlich noch zu den Therapien. Wann ist eine psychokardiologische Therapie sinnvoll? Die ist auf jeden Fall immer dann sinnvoll, wenn es einem schwerfällt, mit der Krankheit selbst oder mit den Folgen zurechtzukommen. Und wenn sich Symptome von Angst, von Depression, von Schreckhaftigkeit, von Flashbacks, also Nachhallerinnerungen an traumatisches Erleben oder auch sogenannten Flash-Forward-Intrusionen, also immer wieder das Gefühl, jetzt geht es gleich wieder los,
einstellt, dann macht eine psychokardiologische Therapie sicher Sinn. Ob eine psychokardiologische Therapie auch zu weniger Rhythmusstörungen führt, das kann im Einzelfall sein, aber ist nicht ausreichend belegt. Das heißt, die Indikation ist in erster Linie tatsächlich der bessere Umgang mit der Krankheit, die Reduktion von Angst, von Depressivität, von Traumasymptomen und die Förderung von gesundem Verhalten, also zum Beispiel wieder ein ausreichendes Maß von körperlicher Aktivität zu finden, wenn man sich sehr zurückgezogen hat. Wie wichtig ist es, dass die behandelnden Psychotherapeuten auf Psychokardiologie spezialisiert sind? Nun, also spezialisiert müssen die nicht unbedingt sein, aber ich empfehle sehr, sich jemanden zu suchen, der sich mit Herzkranken und Herzkrankheiten ein bisschen auskennt. Denn gerade in der Verhaltenstherapie wird ja häufig gerne heftig exponiert. Und da gibt es über die Regel, Angst kann keinem schaden. Und wenn die Leute dann eben auch einen Puls von 150 kriegen, dann kriegen sie den und es ist nur gut, um die Angst zu überwinden. Das stimmt auch häufig, aber da würde ich doch bei einem Menschen mit Defi oder mit einer Neigung zur Rhythmusstörung oder mit einer Herzinsuffizienz immer denken, es ist gut, jemanden zu haben, der weiß, wo da die Grenzen sind. Und sowohl psychologische PsychotherapeutInnen als auch Kardiologen machen ja seit vielen Jahren regelmäßig Kurse bei uns in psychokardiologischer Grundversorgung. Und das würde ich immer an erster Stelle empfehlen. Was dann an zweiter Stelle zu empfehlen wäre, wären Fachärzte für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, die zumindest internistische Grundkenntnisse haben müssen im Rahmen ihrer Ausbildung, während psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten ohne Zusatzqualifikation möglicherweise da dann auch an ihre Grenzen kommen. Welche Therapieformen kann man empfehlen, wenn es in unmittelbarer Nähe keine Psychokardiologen gibt? Das, wie gesagt, kann man aus der Literatur leider nicht beantworten. Ich versuche das mit Patientinnen und Patienten immer zu besprechen. Was ist für ihre individuelle Situation wichtig? Wenn es darum geht, einen Ausweg aus dem Angstkreis zu finden, dann ist die Verhaltenstherapie das, was am schnellsten und am besten typischerweise geht. Wenn es darum geht, aber beispielsweise auch belastende Dinge aus einer durch Krankheit überschatteten Familienbiografie aufzuarbeiten, kann die tiefenpsychologische Psychotherapie da möglicherweise auch hilfreicher sein. Psychosomatische Behandlung immer dann natürlich und dann häufig in einem teil- oder vollstationären Rahmen, wenn auch die körperliche Seite mitbehandelt werden soll oder wenn es nur mit Sprechen nicht reicht. Und wir haben durchaus immer wieder Patientinnen und Patienten, denen es schwerfällt, ihre Gefühle in Worte zu fassen. Da können dann solche Elemente wie Kunsttherapie, Körpertherapie, was anderes ist als Training, also sondern geht es um Körperwahrnehmung und solche Dinge. Die können, also solche Menschen können von so einem, wie wir es nennen, multimodalen Angebot sehr gut profitieren. Nächste Frage. Gibt es für ARVC-Patienten eine besonders geeignete Art der Psychotherapie? Welche Schwerpunkte sollte der Therapeut haben? Das ist in etwa das Gleiche. Also die im Einzelfall besonders geeignete Art der Therapie und der dann auch atmosphärisch passende Therapeut bzw. die Therapeutin sind das, was ich besuchen würde. Und da darf man durchaus auch mehrere Menschen mal zu Probegesprächen sehen, um dann zu entscheiden, wo ist auch die Chemie so, weil häufig die therapeutische Beziehung und die allgemeine Kompetenz des Therapeuten wichtiger ist als das spezifische Verfahren. Insofern auch da keine ganz allgemeine Regel. Dann gab es die Frage, gibt es psychokardiologische Reha-Einrichtungen, die ich empfehlen kann? Es gibt psychokardiologische Reha-Einrichtungen. Ich tue mich jetzt schwer, eine bestimmte zu empfehlen. Sicher kann man sagen, dass der Professor Kölner in Teltow da gerade so Pionierarbeit leistet, indem er in der Deutschen Rentenversicherung auch eine Reihe von Evaluationen durchführt zu seinen Behandlungen. Aber es gibt eine ganze Reihe mehr und solche Reha-Kliniken, von denen wir wissen und die ein psychokardiologisches Angebot haben und auch jemanden, der darin qualifiziert ist, haben wir auf unserer Website www.psychokardiologie.org unter dem Tab Reha-Kliniken aufgelistet. Da können Sie gegebenenfalls nachschauen. Nun, wenn Reha aus irgendwelchen Gründen nicht reicht, möchte ich aber auch ein bisschen Eigenwerbung machen, dass wir bei uns an der Universitätsmedizin in Göttingen eine Station für internistische Psychosomatik mit dem Schwerpunkt auf Psychokardiologie haben, wo wir eben neben der ärztlichen Betreuung, hier ist unsere Internistin, die immer auf der Station ist,
psychologische Gesprächsrunden haben, hier Psychoedukation, da geht es gerade darum, wie man Angst besser verstehen kann, Einzelgespräche führen kann. Wir haben hier einen psychosomatischen Oberarzt, der immer mit der Internistin im Dialog ist. Wir haben körpertherapeutische und trainingstherapeutische Elemente und oben die Farben sollen so ein bisschen die Kunsttherapie darstellen. Und das haben wir auch im Rahmen von einer Doktorarbeit mal evaluiert. Und wir haben ja auch schon mehrere Patientinnen und Patienten mit ARVC immer bei uns behandelt. Vielleicht ist auch jemand da und kann noch mal berichten, aber ich denke, das ist ein Rahmen, in dem das gut geht. Wir haben in einer Doktorarbeit geschaut, wie entwickelt sich die Lebensqualität von Aufnahmezeitpunkt, Entlassungszeitpunkt und dann bis 1 bis 2 Jahre später. Und da sieht man deutlich, dass die Lebensqualität, die recht niedrig war, doch um gute 10 Punkte, das ist schon ein erheblicher Anstieg, während der Behandlung zunimmt und dann bei den Patienten im Nachbeobachtungszeitraum auch fast vollständig auf diesem hohen Niveau bleibt. Und dass das wieder jetzt nur eine Papierform ist, das eine, wie erleben das Patienten. Da habe ich jetzt noch einen Patienten mitgebracht, der in der Kunsttherapie gegen Ende seiner Therapie hier dieses schöne Bild gestaltet hat, wo das verletzte Herz mit einem Pflaster versehen wird und die Sonne wieder durchs Fenster reinscheint. Also das ist etwas, wo wir durchaus nicht allen Patientinnen und Patienten, aber sehr vielen doch wieder einen deutlichen Schritt bessere Lebensqualität ermöglichen können. Und damit bin ich mit meinem Vortrag am Ende und wir haben noch 10 Minuten Zeit für weitere Fragen und Anregungen.